Und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Force Unleashed 1. Ja, letzte Folge ist mir das Spiel abgestürzt. Ich habe es einen Tag danach ruhen lassen, versuche es heute nochmal und hoffen, dass es nicht abstürzt. Perfekt. War geil, dass diese Rüstung mehr aushält als die Sturmtruppendinger, ne? Fast in die eine Recke Tür reingehauen. Das ist einfach so lustig. Hui! Oh, Alter, ich bin ein guter Sith. Ich lass dich nicht los, Kumpel. Ich empfange viel Funkverkehr über die Comlinks, nur ein paar Ebenen über euch. Kein Augenzeugen. General Kota. Oh, was warst du nochmal? Wo ist der Jedi? Auch hinter mir. Glaube, ich muss dich schlagen, oder? Oh ja. Augenzeuge. Du bist ein Augenzeuge. Du musst verschwinden. Ich bin dein Meister. Siehst du? Augenzeuge, tot, kommen wieder Gegner. Jungs, helft mir, ich komme hier nicht durch. Ich registriere einen gewaltigen Energieanstieg.
Anstieg. Boah. In eurer Nähe muss ein Generator sein. Zerstört ihn und diese Lasertore sollten fallen. Oh ja, kommt zu mir, ich mach euch platt. Denn ich bin Lord Starkiller. Mein Gott. Okay? Okay, kaputtes Fenster, ich war schon da. Achso. Ja gut, ich ziehe mich zurück. Kümmert ihr euch um Portillo? Wo bin ich? Oh yeah! Was zum Fuck ist das für ein Packchen gewesen? Ihr habt die Flügelmontage erreicht. Die Kommandobrücke liegt direkt über euch. Die Dinger nicht tot, weil ich krieg die Macht nicht zusammen.
Daten. Ich sehe Daten. Ich bin Starkiller und sehe Daten. Ach so. Aha, was soll ich hier haben will. Nee, komme ich nicht hin, komme ich. Darauf kann ich auch nicht, okay. Ich doch nicht haben will. Mir wird angezeigt, dass ein weiteres Lasertor zwischen euch und der Kommandobrücke aktiviert wurde. Sucht seinen Generator und zerstört ihn. Da 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 da.
Du hast doch gesehen, was ich mit deinem Kumpel angestellt habe. Nice, mehr Spielzeug. Es ist soweit. Kota ist direkt über euch. Ich bin bereit. Ein Junge. Monatelang greife ich Imperiale an und Vader schickt einen Jungen. Hat was von Star Wars 3, ne? Also der Kampf mit... Stärker als ich dachte. Doch ich kann dich nicht schonen, Junge. Ich schicke deine Asche Lord Vader zurück. Will das nicht tun, Junge. Durch dich zu Vader komme, dann soll es so sein. Leg dein Lichtschwert weg, Junge. Zwing mich nicht, dich zu vernichten, Junge. Vader glaubt, er hat dich. Doch ich spüre die Zukunft. Vader wird nicht immer dein Meister sein. Ich spüre nur... mich.
Was? Neun Stück haben mir noch gefehlt? Und ich habe mehr gemacht. Warte mal, ich habe mehr Machtpunkte gemacht. Perfekt. Ja, schon. Besiegte Gegner. Geil, es wird einfach alles angezeigt. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt, dieses Spiel. Das ist eigentlich mal wieder schön, sowas. Lichtschwertkristall, perfekt. Meister Kota ist tot? Ja. Sein Lichtschwert. Meine Spione haben noch einen Jedi gefunden. Castamparatus ist viel stärker als du. Ich erwarte nicht, dass du überlebst. Solltest du ihn vernichten, bist du deiner Bestimmung ein Stück näher. Imperator. Ja, nur gemeinsam können wir ihn besiegen. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein Meister. Unglaublich. Das sieht aus wie der Jedi-Tempel auf Coruscant. Proxy, registrierst du irgendwelche Kommunikation? Zu viel zum Entziffern. Ich höre tausende Droiden, die sich alle einander zurufen. Hier gehen Droiden zum Sterben hin. Setzt uns so nah an dem Ding ab, wie es geht. Das mache ich, aber es gibt nicht viele Lichtungen. Ihr müsst den Tempel zu Fuß aufsuchen. Zurück. Die Scanner zeigen an, dass ihr einen Weg durch den großen Hyperantriebskern finden müsst. Wenn ihr drüben seid, solltet ihr den Schrotttempel erreichen können. So, und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge.